Die St. Michaelskirche in Burgfelde ist ein verstecktes Juwel. Weniger von außen, obwohl ein romanischer rechteckiger Saalbau jetzt auch nicht alltäglich ist. Der Bau hinter mir stammt aus dem 11. Jahrhundert und geht auf einen Vorgänger aus dem 7. Jahrhundert zurück. Die wahre Schätze der Kirche verbirgt sich aber in ihrem Inneren. Hier fandet sich 1892 romanische Wandmalerei im Stil der berühmten Weltkulturerbemalerei in St. Georg in Oberzell auf der Reichenau. Eure Sache muss ich aber doch auch von außen noch erwähnen. Der Turm der Kirche, der ein bisschen später errichtet, weist italienische Einflüsse auf. Und da sind wir beim Thema Italien und Schwaben. Eine teilweise märchenhafte Verbindung. Wir werden sehen. Rudolf folgte Hermann dem I. als Herzog. So einfach könnte man es sich machen, würde auch nicht hier wieder eine Geschichte dahinter stecken, die es wert ist, gekannt zu werden. Denn wenn das Entstehen des Herzogtums Mafia-Film glich, so gleicht die Geschichte Ludolfs einem Märchen. Da war zunächst der Prinz Ludolf, Schwiegersohn Hermanns des I. und besser noch zu dem Zeitpunkt einziger Sohn König Ottos des I. Aber Ludolf war eben nicht nur Sohn und Prinz, sondern auch ausgesprochen ehrgeizig. 946 schworen ihm die Fürsten des Reiches die Treue und ernannten ihn zum Nachfolger seines Vaters als König. Er war entschlossen, sei Happy End und sei Prinzessin im Turm zu finden. Dann war da noch der König, Otto der I., später der Große genannt. Und wie jeder König in einem Märchen merkwürdig blass. Mehr Randfigur, alte, ehrwürdig und gütig, wobei das Bild passt allerdings nicht ganz. Otto war gerade mal 38, als er seinen 20-jährigen Sohn zum Herzog machte. Blass und im Hintergrund blieb er dennoch am Anfang. So viel zu die Gute. Aber auch die Gebrüder Grimm kamen nicht ohne handfeste Böse aus. In unserem Fall sind dies die böse Schwiegermutter Reglind, ehemals Frau Herzog Burchards II. Und Mutter mehrerer Kinder. Manche Quelle behauptet sogar, Hermann I. hätte Ludolf damals adoptiert. Dann wäre Reglind sogar die klassische böse Stiefmutter. Und dann wäre da vor allem noch der durchtriebenste Bösewicht, der so loyal wirkende und so hinterlistig agierende Onkel Heinrich, Bruder König Ottos des I. und auch Herzog von Bayern. An Bösen herrscht also ebenfalls kein echter Mangel. Das Es war einmal begann in Worms, wo nach dem Tode Hermanns des I. wieder einmal außerhalb des Herzogtums über das Herzogtum entschieden wurde. Auftritt der bösen Schwiegermutter. Im Gepäck ein paar schöne glänzende Äpfel, in die auch der König beißen soll. Ludolf, so ihr vermutete Argumentation, sei ja so ein geeigneter Königsnachfolger und würde diese Würde sicher eines fernen Tages besonders gut ausfüllen. Außerdem wäre ja in letzter Zeit auch noch Italien immer interessanter geworden und vielleicht bräuchte man hier auch bald einen geeigneten deutschen Kandidaten für die deutsche Königswürde und so weiter. Und Ludolf wäre doch so ein geeigneter König auch für Italien. Wäre es dann nicht gerade zur Verschwendung, ja Herabsetzung des so talentierten jungen Prinzen, wenn man ihn mit dem schnöden Schwaben belasten würde? Mit etwas Mühe wäre sicher ein weniger würdiger Mann gefunden, der bereit wäre, das Herzogtum zu übernehmen. Und zufällig hätte sie da einen Sohn aus erster Ehe, den Halbbruder von Ludolfs Frau Ida, der könnte das doch machen. Seine Qualifikation wäre ja deutlich. Als Halbschwager des zukünftigen Königs Ludolf gehörte er praktisch zur Familie. Und als Sohn des vorletzten Königs Burchard würde er, ebenfalls Burchard geheißen, nicht nur eine schwäbische Herzogstradition anknüpfen, sondern sicher auch keine Unruhe unter der schwäbischen Große hervorrufen. Außerdem, so dürfte die böse Schwiegermutter mit einem kalten Lächeln hinzugefügt haben, wäre es ja sicherlich nicht im Interesse König Ottos, wenn im Süden des Reiches ein unzufriedener Burchard verbliebe, der auch noch große militärische Tüchtigkeit erkennen ließe. Otto, so lasse die Quelle vermuten, schwankte. Er wollte seine eigene Machtposition im Reich dadurch stärken, dass er möglichst viele Herzogtümer an seine unmittelbare Verwandte vergab und unmittelbarer als der eigene Sohn gegnet. 944 hatte der König Lothringer an seinen Schwiegersohn Konrad vergeben, 947 Bayern an den eigenen Bruder Heinrich, der zwar an mehrere Aufstände gegen Otto beteiligt gewesen war, sich jetzt aber, da es um die Verteilung der Beute ging, sehr reuig und loyal zeigte. In dieser Reihe der verwandtschaftlichen Besetzungen sollte jetzt Schwabe folgen. Otto entschied sich allem Anschein nach für einen Kompromiss. Ludolf soll das Herzogtum erhalten, jedoch so bald als möglich diesen Posten wieder räumen und für Burchard freimachen.
Eine geeignete Beförderungsmöglichkeit für den Prinzen würde sich schon finden. Burchard bekam als eine Art Unterpfand die Hand der Tochter Heinrichs von Bayern, des bösen Onkels, und er war damit ebenfalls an die königliche Familie näher herangerückt. Der König hatte quasi nur einen halben Apfel von der Schwiegermutter genommen, das war die Hälfte mit dem Gift. Ludolf war 20 Jahre alt, als er Herzog in Schwaben wurde. Sein Vater, der König, war jung genug, dass mit seinem baldigen Ableben nicht zu rechnen war. Ludolf musste sich also nach anderen Möglichkeiten umsehen, um eine baldige Standeserhöhung zu erreichen, ehe das Herzogtum wieder verlor. Und dann war ja auch noch die Sache mit der Prinzessin im Turm, die eigentliche Aufgabe eines Märchenprinzen. In Italien war es derweil zu einem anderen Märchen gekommen, oder zu besserer Horrorgeschichte. König Rudolf II. Von Burgund, der zunächst Feind, dann Verbündeter und schließlich Schwiegersohn Herzog Burchard II. Gewesen war, hatte er Tochter Adelheid. Die war mit etwa 16 Jahren mit dem italienischen König Hugo vermählt worden, nachdem der Burgunder seine Ambitionen in Italien mit dem Tod des schwäbischen Herzogs Burchard begraben musste. Nach 3 Jahren wurde König Hugo von seinem italienischen Feind vergiftet. Markgraf Berengar II. Von Iverra, der Mann, den Hermann II. Zu König Otto begleitete und damit auf eigene italienische Ambitionen verzichtet hatte, wollte die junge Witwe Adelheid freien. Sie war ja auch eine mehr als interessante Partie, Tochter des Königs von Burgund, Nichte des schwäbischen Herzogs und Königin von Italien. Adelheid aber wollte nicht. Sie wollte nicht den Mann heiraten, der wahrscheinlich hinter dem Tod ihres ersten Mannes steckte und der sie nur ihres Titels willen begehrte. Berengar II., erzürnt über die Weigerung, nahm Adelheid gefangen und sperrte sie echt in einen Turm der Feste Garda. Da war sie, also die Prinzessin im Turm. Ludolfs Chance war gekommen. Der Prinz und Herzog der Schwaben sattelte im Geist sein weißes Ross und machte sich auf, die Prinzessin zu befreien und damit gleichzeitig auch noch als angenehmer Nebeneffekt Markgraf oder König von Italien zu werden. Falls er es mit mehr als nur einem feuerspeienden Drachen, in der Kirche übrigens die Darstellung des Erzengels Michael mit dem Drachen in der Kirche, oder falls er sich mit einer Hecke voller Donner zu tun haben sollte, nahm er sicherheitshalber noch ein schwäbisches Heer mit, man konnte ja nie wissen. Dabei hoffte Ludolf vor allem darauf, in Norditalien auf einige offene Türen zu stoßen, denn im italienischen Bruderzwist war des einen Besatzer des anderen Befreier. Außerdem konnte Ludolf noch weitere Argumente für sich in Anspruch nehmen. Einerseits verteidigte er nur die Freiheit einer Verwandten, Ludolfs Schwiegermutter war die Großmutter Adelheid. Andererseits konnte er sich auch durchaus auf schwäbische Herzogstraditionen berufen. Schließlich war schon Burkhard II. In Oberitalien militärisch aktiv gewesen. Argumente hätte er gehabt. Außerdem, seit wann braucht ein Prinzip eigentlich einen Grund, um gefangene Prinzessinnen aus dem Turm zu befreien? Also, der Prinz zog also über die Alpen, doch bei jeder Tür, die gerade noch offen war, musste er feststellen, dass sie ganz schnell geschlossen wurde. Der böse Onkel Heinrich kannte sich nämlich auch mit Märchen aus und auch noch in Geografie, sodass dieser einerseits ahnte, dass Ludolf den Zug unternehmen würde, andererseits aber einen Machtzuwachs des schwäbischen Herzogs in Italien nicht dulden wollte. Immerhin grenzt ja auch noch ein anderes Herzogtum in Italien, das sich ebenfalls gerne weiter nach Süden orientiert hätte, nämlich Bayern. Dessen Herzog war jetzt halt eben jener böse Onkel Heinrich. Vielleicht genoss er aber auch nur alter Unruhestifter, der war das Chaos, das er angerichtet hat, als er seine Boten Ludolfs vorausschickte und diesem dadurch einige sehr wichtige Verbündete verprellte. Adelheid sollte nach den Plänen des Onkels ruhig weiter im Turm schmoren. Tatsache, wie die junge Frau so sicher nicht eingesehen haben durfte. In der Tat gelang ihr einige Zeit später die Flucht, indem sie durchaus klassisch einen Tunnel aus ihrem Gefängnis grub. Ihr Flucht endete in der Burg Canossa, wo sie sich nach Norden um Hilfe wandte. Prinz Ludolf hätte sich sicher auch sehr gern in Canossa getroffen oder da geholfen, doch mittlerweile hatte König Otto die ganze Angelegenheit zur Chefsache erklärt. Adelheid war, wie erwähnt, eine sehr gute Partie und so alt war der König ja nun auch wieder nicht. Alt nicht, aber günstigerweise Witwer. Ludolfs Mutter, die Engländerin Edgit, war einige Jahre zuvor gestorben. Nun also zog Otto I. selbst nach Italien. Ihm standen die Türe wieder offen, sodass, wie die Coniutatio Regionis notiert, Burgen und Städte den Bäckern und Köchen des Königs offen standen, die dem Prinzen zuvor Widerstand geleistet hatte. Otto I. beherrschte bald halb Italien. 950 heiratet Adelheid. Aber den König und nicht den Prinzen. Berengar II. Gibt sich geschlagen. Otto I. könnte sich Gedanken darüber machen, wer ihm bei der Eroberung Italiens besonders gute Dienste geleistet hatte. Und da fiel ihm Onkel Heinrich ein, der böse Onkel, der dafür nun die italienische Marke Verona und Aquileia erhält. Ludolf erhält von der italienischen Beute nichts.
Die Gefühle, die der Prinz seinem Onkel entgegenbrachte, dürften spätestens zu dem Zeitpunkt merklich abgekühlt gewesen sein. Und er verließ den Hof seines Vaters und den erfolgreichsten Konkurrenten im Streit. Was tut ein Prinz, wenn seine Pläne durchkreuzt, wenn er seiner grimmischen Rolle nicht gerecht wurde? Dann wird der Gute böse. Direkt neben der Darstellung des barmherzigen Samariters in der Kirche eine dramatische Darstellung des jüngsten Gerichts. Sehr ungemütlich. Und das sollte es jetzt auch für Ludolf werden. Ludolf opponiert nicht unbedingt gegen seinen Vater, den König, aber gegen seinen bösen Onkel, der sich bis dahin noch im Erfolg sonnte. Zunächst wandte sich Ludolf an den Erzbischof von Mainz und einige andere Fürsten des Reiches, die alle nicht unbedingt als Freunde von Onkel Heinrich bekannt waren. König Otto I. wunderte sich noch, als er auf seinem Zug durch Deutschland in der Pfalz Ingelheim nicht ganz so herzlich begrüßt wurde, wie er sich das als König und Italiensieger vorgestellt hatte. Von Ingelheim aus ging es weiter nach Mainz, wo Erzbischof Friedrich sich nur sehr widerwillig dazu überreden ließ, den König überhaupt zu empfangen. Bei Otto I. schrillte jetzt die Alarmglocke und er beeilte sich, einen Vertrag mit den Verbündeten, also den Gegner des Heinrichs, zu schließen, der die Macht Heinrichs deutlich beschnitt. Wenig später aber widerrief der König den Vertrag. Ein König, so sein Argument, sei halt mal König und deshalb etwas Besonderes. Und er schließe aus, dass er mit weniger besonderen Menschen Verträge schließe. Otto, der Große. So einfach sah Otto das. Und damit auch alle anderen sah, sehr würdet, was ein König kann, zog er kurzerhand mit einem Kleiner hier nach Mainz, wo sein Sohn Ludolf weilte und belagerte Sohn und Bischofstadt. Sicher zur Freude von Onkel Heinrich. Die Freude sollte ihm schnell vergehen. In Schwabe, Franken, Sachsen, ja sogar in Bayern erhoben sich die Gegner Onkel Heinrichs, der zuvor auch kaum eine Gelegenheit ausgelassen hatte, sich überall Feinde zu schaffen. König Otto sah sich gezwungen, Verhandlungen mit seinem Sohn aufzunehmen. Er hat es ja nicht weit, stand er doch noch immer bei der Belagerung von Mainz. Vater und Sohn verhandelten. Ludolf versuchte, den König zu überzeugen, dass er sich wirklich nur gegen Onkel Heinrich gewandt hatte, während Otto I. den Prinzen überreden wollte, sich zu ergeben und vor allem seine Verbündete auszuliefern, was der nicht tut. Die Verhandlungen scheiterten und Ludolf entkam der Belagerung, wurde aber von Otto I. verfolgt und kurz darauf erneut eingeschlossen, diesmal in Regensburg. Wieder kam es zu Verhandlungen, zumal jetzt die Ungarn die Schwäche Deutschlands ausnutzten und erneut ins Reich einfielen. Durch geschicktes politisches und militärisches Taktieren gelang es Otto schließlich, seinen Sohn immer mehr zu isolieren. Am Ende war dieser praktisch allein Heinrich ausgeliefert, der von einer wahnwitzigen Raserei erfasste, als Herzog von Bayern und Onkel Ludolfs die bayerische Stadt Regensburg, die seinem Neffe Unterschlupf bot, anzünden ließ. Ludolf entkam dem Entferner und rettete sich zu seinem König und Vater und warf sich ihm zu Füßen, demütig um Verzeihung bittend und diese auch erhaltend. Der Prinz, dem so vieles zu Füßen lag und dem so vieles genommen worden war, hatte vergeblich auf die gute Fee gehofft. Am Ende verlor er auch noch die Herzogswürde von Schwaben, ein Erbe der Intrige seiner Schwiegermutter. 3 Jahre später, 957, starb der ehemalige Herzog der Schwaben in Italien, wo er für die Sache seines Vaters gekämpft hatte. An Fieber. Ade.